und ich freue mich dann auch ganz besonders, jetzt muss ich gleich natürlich sagen, wie das alles geht. Ehrlich, ich könnte das gar nicht. Deswegen freut mich, dass Herr Arendt von der Firma Wurm. Denn von der Firma Wurm sind diese Fahrräder angeschafft worden. Hier ist, und ich gebe jetzt einfach fast weiter an Sie, noch nicht ganz, damit Sie uns eine kleine Einweisung geben. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir bei dem schönen Wetter, was wir natürlich extra bestellt haben heute. Ne? Ja, ich hatte gestern schon eine düstere Vorahnung gehabt, aber Gott sei Dank Sonnenschein. Kleines Stückchen fahren. Herr Arendt. Ja, ich gebe jetzt mal eine kleine Einweisung. E-Bikes. Ich denke, dass viele noch keine E-Bikes gefahren sind und nicht wissen, wie das funktioniert. E-Bikes haben eine elektrische Motorunterstützung, die beim Trampeln, wenn der Motor eingeschaltet ist, beim Trampeln dann in Kraft tritt. Während des Trampels haben sie ständig eine Motorunterstützung. Sie können die Geschwindigkeit, auch die Leistung, nicht die Geschwindigkeit, die Leistung an einem Display regeln und steuern. Das kann ich nachher jedem, der gerne eine Probefahrt machen möchte, nochmal genau zeigen. Wenn Sie mit dem Trampeln aufhören, ist die Motorunterstützung auch weg. Das rollt wie ein ganz normales Fahrrad. Trampeln Sie und Sie betätigen die Bremse dabei, ist die Motorunterstützung weg. Die Räder haben eine Höchstgeschwindigkeit, sind zugelassen bis zu 25 km/h. Schneller dürfen die nicht sein, sonst müssten die speziell versichert werden. Es gibt E-Bikes, die fahren auch bis zu 45 km/h. Dazu muss man dann ein kleines Nummernschild wie bei einer Mofa hinten dran haben und einen speziellen Sturzhelm, ebenfalls so wie bei einer Mofa. Und man entwickelt immer weiter. Es gibt mittlerweile E-Bikes, die fahren bis zu 90 km/h. Ist schon eine tolle Geschwindigkeit. Da brauchen Sie aber dann auch ein großes Motorrad, Nummernschild und auch einen Führerschein für ein Motorrad, sonst würden Sie das nicht benutzen. Fahrräder mit einer schnelleren Gangart wie 25 km/h dürfen nicht auf dem Radweg gefahren werden mit Motorunterstützung. Motorunterstützung, wenn Sie die ausschalten, dürfen Sie fahren. Nur nicht schneller fahren. Wenn Sie mit den Rädern unterwegs sind und fahren 25 km/h oder auch noch schneller, schaltet der Motor gleich automatisch ab und Sie fahren mit eigener Muskelkraft weiter. Sie werden ein Fahrerlebnis haben, wenn Sie hier gleich so eine kleine Runde drehen. Jetzt haben wir, glaube ich, keinen direkten Berg hier in der Nähe. Doch, doch, doch. Direkt hier vorne. 90%. Das ist so die Kraftprobe. Das ist die. Ich weiß nicht, wie weit fahren dürfen. Da hinten sind natürlich Berge hier in der Nähe. So klar. Einfach mal austesten. Die Räder, die wir jetzt hier haben, haben wir mit verschiedenen Akkustärken ausgestattet. Wir haben die 12 Ampere Akkus, die haben eine Reichweite laut Herstellerangabe 110 km/h im Ökomodus. Das ist so, als wenn der Autohersteller sagt, unser Pkw verbraucht im Durchschnitt nur. Wenn Sie damit fahren und Spaß dabei haben, dann werden Sie mit Sicherheit keine 110 km lassen. Aber wir haben dann ja auch noch den Vorteil, wenn der Akku unterwegs mal alle gehen sollte, Sie können ja noch trampeln, zurücktrampeln. Das ist bei einem E-Roller zum Beispiel nicht möglich und bei E-Autos auch nicht. Die müssen auf der Straße dann stehen bleiben und abgeschleppt werden. Ja, haben Sie irgendwelche Fragen noch? Ja, was kann das? Gutes Stück für einen Normalbürger. Also so ein gutes Stück normal aus unserem Fahrradgeschäft ohne dieses Branding, was wir jetzt hier für die Transportbezahlung unserer Sponsoren gemacht haben. Mit der Ausstattung um die 2.100 Euro. Da kann man immer noch so ein bisschen mit spielen, welche Ausstattung will man da jetzt haben, ob jetzt die hochwertigen Gelsättel oder will man jetzt eine vollhydraulische Felgenbremse oder ein bisschen abgespeckte haben. Dementsprechend ist der Preis dann ein bisschen anders. Dankeschön. Das hängt immer ganz von Ihnen ab, wie Sie jetzt fahren. Also wenn Sie jetzt in den Bergen fahren und im Ökomodus bei 110, also können Sie auch schon mal damit rechnen, je nachdem, wie hoch, wie stark der Motor gefordert wird, dass es vielleicht auch nur 60 Kilometer sind. Also es ist immer unterschiedlich. Wenn Sie längere Touren machen, dann kann ich immer nur empfehlen, wenn Sie gerade eine Strecke fahren, einfach den Motor abschalten.
braucht man eigentlich gar nicht. Man kann normal rollen. Und wenn es da mal ein bisschen schwierig wird, Motor dazuschalten, weiterfahren, dann kommt man auch wesentlich weitere Strecken. Kann man dahinter. Hier gibt es überall schon Situationen, wo man auch lang. Und wenn die Tankstellen so gut verstartet? Nein, das gibt es jetzt noch nicht. Wir arbeiten daran. Wir sind auch Hersteller von E-Bike-Ladestationen. Wir haben in Spruchhövel mittlerweile eine Station stehen. Hier in Ennepetal hatte ich gehört, soll auch eine hinkommen. Es kommen im Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 9 Stationen hin. Die werden dieses Jahr noch auch mit der Unterstützung von der AVU aufgestellt. Dann werden wir auch, die Standorte sind jetzt noch nicht bekannt, dann werden diese Standorte noch bekannt gegeben. Die werden dann auch bei uns auf der Internetseite dann zu sehen sein, sodass man sich da seine Kurse planen kann. Und dann kann man so einen Akku, kann man eine kleine Pause machen, den Akku mal eben kurz aufladen und für eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwo eine Gastronomie oder einen kleinen Stadtbummel machen. Und dann haben sie schon wieder bis zu 80% des Akkus wieder aufgeladen. Die letzten 20 dauern immer ein bisschen länger. Wenn so ein Akku jetzt leer ist, komplett leer ist und man lädt ihn jetzt einfach auf, an der Steckdose mit einem Ladegerät braucht man ungefähr so 3,5 bis 4 Stunden. Dann ist er komplett voll. Zum Zwischendurch Nachladen, wenn er jetzt so seine 20% Leistung vielleicht nur noch hat und man macht nur eine Pause von 1,5 bis 2 Stunden, dann ist er in dieser Zeit wieder bei 80% ungefähr. Und die letzten 20, wie gesagt, die brauchen ein bisschen länger. Ist ähnlich so wie beim Handy, wenn Sie das kennen, wenn Sie aufladen, wenn es fast leer ist. Das erste Stück geht schnell und der Rest, der dauert ein bisschen länger. Was ich gehört habe, das ist richtig, dass ich hier den Akku einfach abnehmen kann, gehe irgendwo das Kaffee trinken, schön Kuchen essen, frage, ob ich ihn an die Steckdose machen kann in einer Gastronomie und danach. Nein, so einfach ist das nicht. Es gibt eine Gefahrenschutzverordnung, in der auch die Handhabung von Akkus beschrieben wird. Akkus sind Gefahrengut und dürfen in Einrichtungen nicht geladen werden. Okay. In der Gastronomie und auch im Hotel. Das sind die wenigsten. Ich habe leider Gottes auch schon Unfälle damit gegeben, Akkus, die schon mal runtergefallen sind, da mehrere von ihnen beschädigt sind, während des Ladevorgangs in Brand geraten sind oder auch explodiert sind. Das sind Sensorfälle. Nur die Versicherung ist schon ein bisschen fair, weil sie sagen, Gefahrengut, das darf man in der Kunde eingestellt. Als Privatperson kein Problem, darf man das machen, da hat man auch das Versicherung. Mich würde noch was interessieren, was ich auf dich antworten könnte. Was kostet unsere Gäste das denn jetzt, wenn die das hier leihen? Steht alles hier drin. Was wäre das, wenn ich noch nicht lesen will? Wenn Sie noch nicht lesen wollen, 20 Euro am Tag, Anita. 20 Euro am Tag. 15 Euro, 3 Tage Sonderpreis. Steht so. Ja. Gut. Ich denke schon. Fangen wir mal an.